ROB steht für Rugby Opens Borders. Also wir sind eine Integrationsinitiative. Wir versuchen, junge, unbegleitete Flüchtlinge aus den verschiedensten Ländern, Afghanistan, Somalia, Irak, hier in unsere Gesellschaft wirklich zu integrieren. Also wir möchten nicht nur Ersthelfer sein, sondern wir möchten auf lange Sicht mit diesem Projekt diese Leute in die Gesellschaft einführen. ROB soll unter dem Schild sozusagen unseres Rugby-Teams jugendlichen Flüchtlingen die Möglichkeit geben, zu einem Team zusammenzuwachsen. Es soll ihnen die Möglichkeit geben, sich sportlich zu betätigen, die Sprache zu lernen und Anschluss zu finden. Flüchtlingshilfe ist für mich selbstverständlich, weil ich kann es mir nicht vorstellen, in einem Land aufzuwachsen, in dem jetzt beispielsweise Krieg ist oder in dem ich aufgrund meiner Religionszugehörigkeit oder was auch immer verfolgt werde. Und ich habe selbst durch die Erfahrung gemacht, eben auch durch viele Auslandsreisen, dass wir es in Europa und speziell in Wien schon sehr gut haben und das eigentlich gar nicht bewusst ist den meisten. Und deshalb ist es selbstverständlich für mich, diejenigen, denen es gut geht, soll der Stärkere soll den Schwächeren unterstützen. Staatlich haben sie jetzt schon mal eine Wohnung und so, aber dass sie jetzt auch ein soziales Umfeld kriegen und auch Kontakte haben und sich wohlfühlen, das muss die Gemeinschaft übernehmen. Und da springen wir dann halt ein. Und diese Jungs nehmen auch immer wieder neue Freunde mit und versuchen da die Gruppe zu vergrößern. Und danach wird immer gegessen und gemeinsam gekocht. Und das ist ein sehr guter Anhaltspunkt, um von dort aus weitere Aktivitäten zu expandieren. Also mein schönster ROB-Moment ist sicherlich einer, wo uns allen bewusst geworden ist, nach dem Essen sind wir zusammengesessen. Es war schon sehr natürlich und normal, dass wir alle miteinander gescherzelt haben und uns veräppelt haben. Und am Ende auch beim Verabschieden war ganz klar, dass wir uns nächste Woche wieder sehen. Das musste gar nicht mehr ausgesprochen werden. Und dass man da irgendwie realisiert hat, dass man jetzt eine Gemeinschaft geschaffen hat, wie wir uns das am Anfang nicht hätten vorstellen können. Und das war ein sehr cooles Gefühl.